viele Menschen zahlen heute mit der Karte oder digital. Das ist schon ein bisschen kritisch für die Bank, weil die Leute denken, ah, die wissen dann alles. Eigentlich weiß die Bank nur, wo du gewesen bist und wie viel Geld du ausgegeben hast. Wofür du das Geld ausgegeben hast, das weiß die Bank nicht. In der ersten Stelle geht der Bank um Schutz deren eigenen Kunden. Die Bank sammelt diese Daten, prüft, ob ein Missbrauch stattgefunden hat. Zusätzlich kann die Bank auf Basis dieser Daten maßgeschneiderte oder personalisierte Services, Produkte an euch bringen, wenn ihr die Zustimmung dafür gegeben habt. Wir schauen, dass die Daten, die wir von dir haben, nur in Europa bleiben. Wir versichern, dass nur wir auf die Daten zugreifen und zusätzlich sichern wir zu, dass wir intensiv diese Daten vor Cyberangriffen schützen. Wie sensibel diese Daten sind, haben wir in den letzten 12 Monaten gesehen. Zum Beispiel in Südkorea würden diese Zahlungsverkehrdaten ausgewertet, um die Bewegungsprofile der Menschen zu erstellen. Und diese Profile wurden dann von den Behörden benutzt, um die Einhaltung der Quarantäne zu überprüfen. In Europa ist es wegen der Datenschutzgrundverordnung undenkbar.